Moin Moin Leute, willkommen zum neuen Part von Dead Space. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Krankenstation. Wir brauchen nämlich vom Captain den Rick für die Codes. Und dafür gehen wir nicht links. Okay. Genau, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg hin. Wie soll ich denn jetzt laufen? Links rum, okay. Dann laufe ich mal links rum. Ordnungsgemäß gibt es hier mal Loot. Da sind 1200 Credits im Bad liegen. Weiß ich ja nicht. Jetzt gucken, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Mal hier ist noch was. 100. Schränke sehe ich hier keine. Die Musik in dem Spiel ist halt sehr intens. Also das ist schon sehr krass. Ich finde es fast schlimmer als Resident Evil vom Atmosphärefaktor her. Also in dem Fall, also das schlimmer heißt besser. Ne? Keine Qual, das Spiel zu spielen, sondern es macht ja Spaß, nur es ist intens. Für mich zumindest. So. Ich hab knackige 27 Grad in meiner Wohnung. Schön warm. Hier alle nicht mehr so gesund aus. So mal sagen da. Wird jetzt eigentlich mittlerweile 10.000? 9, fast. Store! Ja, das Shoppen. Nein, es gibt einen Shop. Wie cool ist das denn? Der Shop ist eine zentrale Anlaufstelle zum Kaufen, Verkaufen, Lager von Gegenständen zur späteren Verwendung. Im Shop kannst du Gegenstände mit Credits kaufen. Bringe Schemata zum Shop, neue Gegenstände zum Kauf freizuschalten. Ach, lagern, aha. Ah, Lager. Inventar. Will ich den lagern? Eigentlich gar nichts. Job. Anzug Level 2. Medipack, Geld, Energieknoten. Den hätte ich eigentlich ganz gerne. Dafür würde ich dann einen von denen hier verkaufen. Ja, nice. Genau. Weiß ich ja nicht, ob ich da reingehen würde. Woody. Musst du ja wissen. Ja, weiß ich nicht. Erstmal blind. Ui. Ja, sieht schon cool aus. Muss ich ja lassen. Ja, also. Wenn ein Upgrade cooler wird, why not? Weil den Rest brauchen wir nicht. Das ist cool, dass es einen Shop gibt. Weiß nicht, ob es in den anderen Teilen auch da war. Also ich erinnere mich nicht. Im dritten Teil, dass es das gab. Muss jetzt den Alex fragen. Werde ich auch bei Gelegenheit mal tun. Ich würde gerne meine Waffe upgraden oder hätte gerne eine neue Waffe. Weil es noch Optionen gibt. Das ist eine Bank. Ah, hier habe ich die Level. Sehr schön. So. Bringt das ja, ob das irgendwas in den Anzug jetzt zu stecken, wenn ich immer einen Anzug Level 3 habe? Weiß ich nicht. Den Plasmakater habe ich ja immer. Da würde ich noch hier irgendwas reinstecken. Und zwar einmal mehr Kapazität. Nachladzeit. Noch mehr Kapazität und dann Schaden.
schnell genug klar. Ich würde es so machen. Jetzt 12 Schuss. Nice. Mal kurz speichern. So, und ansonsten war's das. Fahren wir mal eine Runde. Das ist eine ganz blöde Frage. Warum ziehe ich aber eine Leiter? Muss ich hier überhaupt lang? Ich denke einfach mal ja. Bro, geht's auch nicht mehr so gut. Eins benötigt. Dragonfly, making the virtual real. Mhm. Französisch. Danke für meinen ungeübten Ohr, sehr französisch. Das herzlich willkommen an Bord freigeschaltet. Nice. Chinese-Modul. Die 2 Intensivstationen. Uiuiui. Nein, das Ziel ist an. Ne, das andere ist klar. Das Chinese dann jetzt werfen, oder? R. Erhalten F. F und C, okay. Das sieht so aus. Als hätt's Bock. Okay, beschäftige ich mich sofort mit. Erstmal weiter looten. Gibt nichts mehr zu looten. Okay, hat sie ausgelootet. Ich den Spaß denn? Du gehst nach da. Du gehst nach da. Okay, I see, I see. In deine Waffe. Wenn ich darf. Sie sind alle zurückgekommen. Uli, du hast eine Hand bei dir, ne? Ja, ja, die Waffe. Die Waffe. Hallo, die Waffe. Jawohl. Was denn nice ist. Sieht sehr spaßig aus. Für Anlegen, Tab. Impulsgewehr. Ui. Kontaktminen. Okay. Ja, Feuer, Kontaktmine. Okay, wann benutzt man das? Frage ich einfach mal ganz blöd. Was spricht denn jetzt gegen meinen zieh dir die Beine weg. Ich will mehrere Gegner kommen. Weiß ich nicht, muss ich mal ausprobieren. Abriegelung der Station wird aufgehoben. Da kommen jetzt gleich alle raus. Oder auch nicht. So, zur Sicherheitsstation.
Map gucken. Ah, das glaube ich einfach nur, dass ich hier schnell hindüsen kann. Dann lass mal durch. Oh, Alter. Alter, was? Auf jetzt. Zur Leichenhalle versperrt. Die Leichenhalle? Ja, aber die Barrikade wurde in aller Eile errichtet. Ein Hydrazintank sollte ausreichen. Ich bräuchte einen Zünder, vielleicht ein Schockpad. Vielleicht ist Nicole hier durch. Isaac, was uns angegriffen hat. Ich schwöre dir, das war Chen. Ich habe ihn sterben sehen. Wenn die Halle verbarrikadiert ist, dann vielleicht, um etwas einzusperren. Ja. Ziel inaktiv. Okay. Störe die Barrikade. Ja, let's go. Was gehe ich denn? Mal gucken, was es hier gibt. Jetzt nach unten. So ein kleiner Raum, okay. Gehst du hier lang? Hallo? Okay. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Nein, was tut es? Noch eine Schelle. Hör dich, du Hund.
Noch jemand? Nein. Nicole Brennan. Durch medikamentöse Behandlung und Zero-G-Therapie konnten wir Verbesserungen bei Patient Harris erzielen. Sollte dies anhalten, besteht Hoffnung für die anderen auf Aegis 7. Aber Dr. Mercer mischt sich weiterhin ein. Er behauptet, Harris' Wahnvorstellungen wären von religiöser Bedeutung. Ich werde notfalls Beschwerde einreichen. Wegen der Unitology-Scheiße verliere ich keinen Patienten. Nicht nochmal. Rick-Signal wird getrackt. Dr. Nicole Brennan. Rick-Standort? Nicht ermittelbar. Manuelles Rick-Tracking ist verfügbar. Die Notaufnahme. Okay, machen wir jetzt erstmal hier looten. Logbuch der Chirurgie, Dr. Chalice Mercer, Kopie an mein sicheres Fach. Ich habe Jürgens überzeugt, mir den Videofeed aus der Kolonie zu zeigen. Es ist bemerkenswert. Endlich konnte ich sehen, was ich so lange gesucht habe. Die Abbauarbeiter, diese Transformation, sie trotzten dem Tod. Keim ist vorsichtig. Sein Glaube wurde durch diese Necromorphs, wie er sie nennt, erschüttert. Wie seltsam. Denn mein eigener Glaube wurde so umfassend bestärkt. Ob mit oder ohne Keim. Ich muss eine dieser Kreaturen untersuchen. Oder die nächstbeste Option. Zum Beispiel Brennans Patient. Okay, krass. Ich verfolge das Leben kurz. Die scheinen sehr beeindruckt zu sein von dem Artefakt und suchen einen Marker. Das ist wahrscheinlich zu kontrollieren. So. Ja, natürlich geht das von hier aus nicht. Spielen. Ben, was in Gottes Namen ist da unten los? Genau das. Gottes Werk. Wie kannst du das sagen? Die Toten in der Kolonie. Die Paranoia, die Halluzinationen. Du wolltest die wissenschaftliche Analyse. Ursache und Wirkung. Es begann alles, nachdem sie den Marker aufgestellt hatten. Was machst du dir solche Sorgen? Der Marker ist göttlich. Das wissen wir. Hör zu, morgen ist er an Bord. Kannst du ihn studieren? Beruhige dich. Beruhigen? Es sterben Menschen. Wie kann das die versprochene Transformation sein? Wir erleben den Neuanfang. Terrence, für Unitology, für die Menschheit. Natürlich wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Alles verändert sich. Genau das beunruhigt mich. Mhm. Aufnahme beenden. Versiegeln. So ist das. Das ist im Dienste der Wissenschaft. Hier links noch rein, ja, ne? Ja. Geht's dann einfach weiter? Ah, nice, genau, Gegenstand jetzt bald kaufen. Jawoll. Eine Bank. Ich bin nicht, dass wir einen Token bekommen haben, oder? Nee, kein Knoten. Rück mir die Bank drauf, nix. Ich kann mal gucken, was ich beim Impulsgewehr machen kann. Ah, klar, dann kommt hier, bis der Arzt kommt. Okay. Ja, ist ganz nett. Das Impulsgewehr. Ich hätte gerne eine Shotgun. Okay, dann speichern wir jetzt eben. Und dann beende ich auch den Part für heute.
Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.